Wir sind durch. So hieß es, ganz kurz zusammengefasst, am 20. Dezember auf der A14 in der Nähe der Anschlussstelle Grabow. Ein Tag, der in die Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns eingehen soll. Ende 2017 bekam das Land das letzte Teilstück seines Autobahnnetzes fertiggestellt. Die letzten 11 Kilometer zwischen Grabow und Großwarnow in Brandenburg sind genau nach dem Zeitplan und mit keinem Cent Extrakosten gebaut. In den höheren politischen Gremien heißt es auch, jetzt ist die Wiedervereinigung in der Tat abgeschlossen. Meine Mutter kommt aus dem Land Brandenburg, mein Vater aus Sachsen-Anhalt und ich selber lebe ja mit meiner Familie hier in Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin. Und deshalb ist es natürlich für mich auch ein guter Zusammenschluss dieser drei Länder über die A14. Ich bin selber viele Jahre in Richtung Magdeburg gependelt zu meiner Großmutter und weiß, wie wichtig es ist, dass wir jetzt eigentlich diese Autobahn auch bekommen. Rückblick. Es ist Januar 2015, Fresenbrücke bei Grabow. Das Planungsteam unter der Leitung vom Verkehrsminister begutachtet das Eldetal. Hier soll eine 500 Meter lange Autobahnbrücke gebaut werden. Ganze 9 sind auf der gesamten Strecke geplant. Hinzu kommt ein tückischer, sumpfiger Boden und eine breite Naturlandschaft mit mehreren bedrohten Tierarten. An diesen Herausforderungen sind Planer, Ingenieure und Bauleute gewachsen und haben vieles dabei gelernt. Ich glaube, wir haben vor allen Dingen gelernt, dass das Konzept, was der Leiter Straßenbeamtes gewählt hat, dass wir eine eigene, sehr junge Truppe als extra A14-Truppe zusammenschließen und dass die sowohl planen als auch bauen, dass sich das bewährt hat, sodass wir mit einer eigenen, vor Ort ansässigen Mannschaft gewirkt haben, dass die wussten, was sie geplant haben, sodass sie in der Bauumsetzung auch jederzeit auf Herausforderungen reagieren konnten. Wir hatten einige Umweltprobleme zu lösen in der Eldetalniederung. Das haben wir gelöst, vor allen Dingen mit dem schönen großen Bauwerk und mit den Schutzwänden. In der Baudurchführung gab es ein zweites Problem, das war der Baugrund selber. Bei den Bohrfehlen hatten wir etwas Verzug, aber den haben wir im Laufe der Bauzeit wieder aufgeholt. Dezember 2015, ein historischer Tag. Die ersten Autos fahren über das freigegebene Teilstück der A14 bis nach Grabow. Knapp über 16 Kilometer Autobahn kamen zur Verbindung zwischen Ostseeküste und Bayern hinzu. 2 Jahre später, ebenso im Dezember, ist der Weg von Wismar bis nach Prignitz frei. Inzwischen hat sich im Autobahnstädtedreieck Ludwigslust, Neustadt-Glewe und Grabow eine neue wirtschaftliche Infrastruktur gebildet. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Wege, dass wir mit dem regionalen Entwicklungskonzept hier für das Städtedreieck die Grundlagen geschaffen haben, dass die Gewerbeflächen neu ausgewiesen können und auch notwendige Flächen erschlossen werden können. Das ist auf einem guten Weg, da kommen wir voran. Wir haben gerade kürzlich 70.000 Quadratmeter Gewerbeflächen an ein großes europäisches Unternehmen verkauft. Wir sind gestern in Verhandlungen gewesen über den Verkauf weiterer Gewerbeflächen. Ich denke, Arbeitsplätze zu schaffen und über diese Infrastruktur Unternehmen zu interessieren für unsere Lage ist hervorragend. Danach geht es ja drüben weiter und so. Das muss bald passieren und das sind Sie auch der gleichen Meinung. Und wir werden gemeinsam jetzt darauf achten, dass es auch jetzt wirklich schneller geht. Nicht? Und was nützt uns diese wunderschöne Strecke, wenn sie nachher nicht weitergeht? Tag und Nacht wurde an der größten, der längsten und der teuersten Baustelle Mecklenburg-Vorpommerns ununterbrochen gearbeitet. Kostenpunkt unterm Strich 114 Millionen Euro. Das stolze Ergebnis lässt sich nun nicht nur zeigen, sondern auch problemlos befahren. Und noch ein paar Euro sind in Berlin übrig geblieben für weitere Straßenbauvorhaben in MV. Also als nächstes haben wir auf jeden Fall vor, die Anbindung der A14 nach Schwerin neu zu machen, die 321. Wir wollen die B96 noch ausbauen. Das ist eine große Verbindung von der Insel Rügen letztlich bis nach Berlin. Hier gibt es eine Reihe von Ortsumfahrungen, die gemacht werden müssen. Die B191, die B189. Es gibt noch einiges in diesem Land zu tun, viele Ortsumgehungen vor allem. Das ist das Wichtigste. Vielleicht genau diese gespenstigen Bilder bleiben dem einen oder anderen in Erinnerung an die unvergesslichen 27 Jahre Bauzeit. Die Kollegen aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt haben noch ihre Chance, das eigene Bildarchiv zu vervollständigen. Die komplette Freigabe der A14 ist für 2022 geplant.